Beginn von unserer Kreuzfahrt nach Dubai. Von Dubai nach Abu Dhabi, Koh Phangan, Muscat, Kasab und zurück nach Dubai. Es ist jetzt Freitag, der 9.01.2015, 21 Uhr. Und wir fliegen jetzt mit Emirates in ein Boeing 777-300er direkt nach Dubai. Jetzt setzen wir zur Landung auf Dubai an. Wir haben hier einen schönen Blick auf Dubai vom Flieger aus. Jetzt ist es der 10.01.2015, morgens um 9 Uhr. Wir sind gerade gelandet und befinden uns jetzt hier auf dem Flughafen in Dubai. Der Flughafen hier in Dubai ist der schönste der Welt. Wo man hinguckt, glänzt es. Natürlich ist alles noch relativ neu. Mal sehen, wie es in 20 Jahren aussieht. Hier ein Blick auf unser Schiff, die MSC Orchestra, die hier in Dubai vor Anker liegt. Und hier noch ein paar Schiffsdaten. Das Baujahr ist 2007. Es hat 16 Decks. Es ist 294 Meter lang, 32,2 Meter breit und 60 Meter hoch. Und es hat 1054 Besatzungsmitglieder und kann über 3000 Passagiere aufnehmen. So, jetzt sind wir auf Deck 8. Dann wollen wir unsere Kabine suchen. Kabine 8010. Ganz vorne im Schiff, am Bug. Mensch, man läuft sich hier die Hacke wund. Und die Gänge scheinen endlos. Und wir laufen und laufen und laufen. So, wollen wir mal gucken, ob wir die Tür aufkriegen mit unserer neuen Karte. Ja, hat geklappt. Wollen wir mal einen Blick in unsere Kabine werfen. Hier auf dem 14. Deck befindet sich das Buffet-Restaurant. Und weil ich, Depp, die falsche Videoeinstellung gewählt habe, sind die Aufnahmen leider etwas von geringerer Qualität. Thank you.
Jetzt ist es so etwa 22 Uhr und wir fahren jetzt von Dubai nach Abu Dhabi. Und jetzt sind wir in Abu Dhabi, die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate und wie Dubai eine Stadt der Superlative. Heute ist es Sonntag, der 11.01. Wir machen eine Sightseeing-Tour durch Abu Dhabi. Vor uns liegt die drittgrößte Moschee der Welt, die Sheikh Zayed Moschee und die größte Moschee der Vereinigten Arabischen Emiraten. Jetzt betreten wir das Innere des Moschees. Um hineinzugelangen, müssen nicht nur die Frauen ein Kopftuch tragen, sondern alle müssen auch ihre Schuhe vorher ausziehen. Die Gebetsuhr zeigt genau die täglich 5 Gebetszeiten an. Sie richtet sich nach Verlauf der Sonne. Jetzt sind wir im Inneren des Moschees, genauer gesagt im Gebetsraum. Aber am besten lassen wir unsere Reiseleiterin, hier mit dem Schild Nummer 4 zu sehen, uns alles erklären. Bus Nummer 4. Also. Das ist der Hauptraum, Gebetsraum für die Männer. Und zwar, hier haben wir die 3 Superlativen, nämlich diese Kuppel, die größte Kuppel von einer Moschee aus der Welt. In Katar, in dem benachbarten Land, gibt es eine größere Kuppel, aber die ist in keinem Tempel, sondern in einem Konsumtempel, in einem Einkaufszentrum. Dann haben wir noch diese Kronleuchter, das ist der größte aus der Welt von einer Moschee. Der wiegt 9,5 Tonnen und ist... Ach, das ist runtergerutscht. Ja. Okay. Es gibt 2 andere Kronleuchter, welche gleich aussehen, also das gleiche Format, aber welche noch kleiner sind. Und der Teppich, den wir jetzt betreten, das ist der größte Teppich aus der Welt überhaupt. Also 1200 Iranerinnen haben diesen Teppich fertiggestellt. Innerhalb von 20 Monaten. Wow. Es wurde hier in 9 Teile gebracht. Und zwar, die haben das hier zu Ende gebracht. Diese Linien, die Sie hier sehen, das bedeutet, das ist der Platz, den Sie für das Gebet vorgesehen haben. Also von dieser Linie bis zur nächsten Linie, dann gehen Sie auf den Knien und mit dem Kopf, mit den Stirn nach vorne. Also, und dann wird es gebetet. Es wird angefangen von rechts nach links. Also, und es wird keinen leeren Raum zwischen 2 Personen gelassen. Sagen Sie mal, hier, zum Beispiel hier, also Schulter an Schulter, Fuß an Fuß. Und zwar deshalb, weil ansonsten die Muslime der Meinung sind, dass der Teufel sich innerhalb von den 2 Menschen einmischen wird. Daher wird es keinen Freiraum da gelassen. Und dann eben, dann haben wir hier auch eine Verse, eine Sura von dem Koran oben geschrieben mit Blattgold. Also dann hier vorne haben wir diesen goldenen Teil, das zeigt die Richtung nach Mekka. Wenn ein Moslem betet, der wendet sich in diese Richtung für das Gebet. Und für den Künstler, der das erledigt hat, das war ein Künstler aus Abu Dhabi, das bedeutet ebenfalls die 2 Flüsse, welche es im Paradies gibt. Ein Fluss aus Honig und ein Fluss aus Milch. Daher hat er sich Weißgold und Gelbgold ausgesucht. Und er repräsentiert wie diese Strömungen von dem Fluss. Oberhalb von diesem goldenen Teil sehen wir den Namen von Allah. Und Allah hat 99 Attributen. Also und zwar, der ist der Allmächtigste, der ist der Größte, der ist der Allwissendste und der ist der Reiseleiter und so weiter. Das sind alle 99 von den Attributen von Gott
Und oberhalb Allah gibt es jedoch einen Namen, der nicht drauf steht. Also es wurde nicht geschrieben auf einem Plakat. Warum? Weil es eigentlich heißt, dass Gott 100 Attribute hat, aber Nummer 100, das kennt er selber, nicht die Menschheit. Daher ist es in Weiß. Also da wurde nichts drauf geschrieben. Und da sehen Sie den Stuhl, wo er sitzt, der Imam, wenn er den Koran liest und da, also wo er seine Predigt hält. Dann hier haben wir die Klimaanlage, daher fühlen wir uns hier wohl. Also, und diese Säulen, die sind aus Marmor mit Perlmutter. Perlmutter aus Indien und aus Neuseeland. Schön. Auf der linken Seite haben wir Emirates Palace. Das ist ein wunderschönes Hotel. Das war denn die Scheich Zayed Moschee. Jetzt fahren wir weiter zur 18. Straße. Jetzt befinden wir uns in die 18. Straße oder der 18th Street. So, hier in der 18. Straße hat man einen schönen Blick auf die Jumeirah et Etihad Towers und gleich vorne die ADNOC Headquarters mit 380 Meter Höhe. Hier sind wir in Marina Village. Von hier aus hat man einen wunderbaren Blick auf den neuen Präsidentenpalast, der gerade fertiggestellt wurde. Hier sehen Sie die Al-Bahar Towers mit ihrer bemerkenswerten Fassade. Und hier nochmal gut zu sehen die Jumeirah et Etihad Towers. Jetzt sehen Sie das schiefste Hochhaus der Welt, der Capitol Gate Tower, mit einer Neigung von 18 Grad. Im Vergleich dazu, der schiefe Turm von Pisa hat nur 3,8 Grad. Deshalb wurde der Capitol Gate auch im Guinness Buch der Rekorde verzeichnet. Hier befinden wir uns auf der Zayed-Insel, vor dem Besucherzentrum Manrat al-Zayed. In dieses Gebäude findet man Informationen und Modelle über geplante Bauwerke hier, wie zum Beispiel das Louvre Abu Dhabi, Zayed Nationalmuseum und Guggenheim Abu Dhabi.
von Norman Foster. Wir sind hier. Es ist jetzt der 11.01. um 20 Uhr und wir fahren jetzt von Abu Dhabi nach Khor Fakkan. So, jetzt stehen wir beide vorne am Bug des Schiffes in Richtung, wo fahren wir hin? Nach, wie heißt es in Dorf, Stadt? Nach Oman jedenfalls. Nach Khor Fakkan. Khor Fakkan. Wenn alles klappt, wann sind wir da? Morgen früh. Morgen. Jetzt sind wir von Sonntag, dem 11.01. um 19 Uhr bis Dienstag, der 13. 8 Uhr auf Hohe See. Und Montagabend, der 12. in der Savannah Bar auf die MSC Orchestra. Hier das Covent Garden Theater auf die MSC Orchestra, was an 1200 Personen Platz bietet. Und es finden allabendlich 2 Aufführungen statt. And ladies and gentlemen, so let's go on with the night. Well, the Italian night is not only tarantella and mozzarella, it's not only limoncello, it's also a real nice Italian show. That's what we prepared for you tonight. Naturalmente questa sera giochiamo in casa, abbiamo capito, è serata italiana. Non poteva mancare naturalmente uno spettacolo italiano, ed è quello che andiamo a proporre fra pochissimo. Ja, meine Damen und Herren, also unser italienisches Abend am MS Orchestra, natürlich auch eine ganz italienische Show, die wir für Sie vorbereitet haben heute Abend. Mesdames et Messieurs, c'est la première fois avec un spectacle italien, qu'on continue la soirée italienne a bordo du bateau, signoras e signori, si dimostra nostra noce italiana, o su questo, con un spettacolo italiano. Signoras e signori, mesdames et messieurs, madame et messieurs, signori e signori, ladies and gentlemen, it's time to go for Sogno Italiano, showtime! Thank you.
too much wine that's already. But it's linting, 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 and you'll see me tabella. Her display, tippy, tippy, day, tippy, tippy, day, like a guitar. Thank you.
friends, and Italian Night goes on tonight at 11, questa sera alle 11, se suona 11, heute Abend um 11 Uhr, esta noche alla sonte, Shaker Lounge is MSC Little Italy. Grazie, thank you, gracias, merci, danke, ciao! Okay. Heute ist Dienstag, der 13.01. und wir befinden uns mittlerweile in Port Fakan. Jetzt legen wir uns mal schön in der Sonne auf das Pooldeck. Jetzt eine kleine Abkühlung in eine der beiden Pools. Es ist jetzt Dienstag, der 13.01. 18 Uhr und wir fahren jetzt von Koh Phangan nach Muscat in Oman. Hier ein Blick auf die MSC Orchestra im Hafen von Muscat, die Hauptstadt von Oman. Wir befinden uns hier in einem Taxi, das wir gemietet haben, und wollen ein paar Sehenswürdigkeiten etwas außerhalb von Muscat ansehen. Al-Bab al-Kabir Stadttor ist das größte der insgesamt vier Stadttoren in Muscat. Oben auf dem Berg eine von mehreren historischen Wachtürmen. Im Gegensatz zu den Vereinigten Arabischen Emiraten ist in Oman ein Land von Bergen. Der höchste Berg ist 320 Meter hoch. In Muscat allerdings sind sie etwas niedriger. Der Yachthafen Marina Bandar an der Sidab Street am südlichen Stadtrand von Muscat gelegen. Hier das neue Parlamentsgebäude des Sultanats von Oman. Alright. Und schon von weitem aus zu sehen, das Wahrzeichen von Muscat, der große Weihrauchbrenner. Dann sind wir ja zu spät am Schiff, man weiß ja nicht, wie die von Taube. Nee. Hier das Qasr al-Alarm-Palast, übersetzt Flaggenpalast. Es ist ein Königepalast in Muscat von der Sultan von Oman und wurde in den 70er Jahren errichtet.
Hier ein Blick auf die MS Orchestra, unser Schiff, von der Albari Road aus gesehen. Wir befinden uns hier in der Mudra Souk, die größte Bazar in Muscat. Dann aber lieber der Tour, aber nicht jetzt hier. Nein, ich finde das schön, diese Bazaar. Vorsicht, Vorsicht. Jetzt trinken wir hier auf der Albari Road eine Tasse Cappuccino mit einem Blick auf die Yacht Al Said von den Sultan von Oman. Es ist die fünfteuerste Yacht der Welt. Hier auf dem Video zu sehen, liegt aber meistens hier in Muscat vor Anker. Ein Blick oben vom Schiff auf den Schiffseingang und der Hafen von Muscat. Hinten nochmal die Yacht Al Said von der Sultan of Oman. Es ist jetzt Mittwoch, den 14.01.18 Uhr und wir fahren weiter von Muscat nach Kasab. Mittwochabend, der 14.01. in der Savannah Bar. Thank you.
Donnerstag, der 15.01. und wir sind heute Morgen um 9 Uhr hier in Kasab angekommen. Wir haben so um die 27 Grad und deswegen verbringen wir den Nachmittag oben auf dem Pooldeck. Die kleinen Boote, die Sie hier sehen, treiben einen regen Handel mit Iran. Es ist zwar durch den internationalen Boykott mit Iran verboten, bestimmte Waren zu im- oder exportieren, wird aber durch die Regierung in Oman stillschweigend toleriert. Blaue. Ja, habe ich gesehen. Ja. Ich glaube, ich muss ausladen. Auch hier oben im Poolbereich strengen Animateuren sich tagtäglich an, die Leute zu unterhalten. Come on!
Attention, attention, attention. Di là, dietro, is the quiet area. Es ist jetzt Donnerstag, der 15.01. abends 18 Uhr und wir fahren jetzt von Kasab nach Dubai in die Vereinigten Arabischen Emirate. Hier die Smoker Lounge oder auf Deutsch die Raucher Lounge. Der 15. Abend, der vorletzte Abend auf die MSC Orchestra. In das für uns zuständige Restaurant Villa Borghese gibt es heute eine schöne Abschiedsfeier. Hier eine der 12 Bars und Lounges auf die MSC Orchestra. Mit Samurai gibt es heute Abend schon wieder die letzte Vorstellung hier im Covent Garden Theater.
ist auch cool. Und zum Abschied des Abends werden alle mitwirkenden Artisten nochmal vorgestellt, inklusive der Kapitän und seiner Offiziere. Ladies and gentlemen, as Gregor Rubrik, I would like to say thank you to all of you for the nice time of all. Danke, merci, grazie, grazie a tutti voi e felice ritorno a casa. Ladies and gentlemen, thanks to the captain Giuseppe Maresca, the officers, and all crew and staff of the MSC Orchestra. And thanks to you, ladies and gentlemen, for being with us in the big, great MSC family. Grazie, signori storici, cari amici, per essere con noi tutti insieme nella grande famiglia MSC. Viene da lontana, vive fuori, healthy, the darkness, and influencing, alle zusammen, in der großen MSC Familie. Mesdames et messieurs, merci. Merci d'être avec nous. Tous ensemble dans la grande famille MSC. Señoras y señores, gracias. Gracias por ser con nosotros, todos juntos, en la grande familia MSC. Gracias, gracias, thank you, merci, danke, obrigado, спасибо, спасибо, shukran, tora, arigato, shishu, rimakazi, efensto. Es ist jetzt Freitag, der 16.01., so um 9 Uhr, und wir sind wieder in Dubai angelangt. Heute besuchen wir Dubai. Wir besichtigen unter anderem das Busch al-Arab, die Palmeninsel Jumeirah, das Burj Khalifa und die größte Mall der Welt. Ich war ich vorher gehabt. Ja, das ist der letzte 30 Jahre. Die einzige Weg, meine Führerschein gebraucht, wie meine Kümmerschein. Als erstes fahren wir zu dem einzigen 7-Sterne-Hotel der Welt, das Busch al-Arab. Junge, wenn man so eine Grillparty macht, dann wollen Sie.
Sie? Nein, ich bin. Und hier darfst du auch baden. Frauen. Man kann es dann natürlich sehen. So, hat Ihnen das gefallen? Ja, die schöne Bulgare. Und wir sind ein steuerfreies Land, viel, viel Sonne, blauer Himmel. Leben ist schön, ja, wenn man so ein schönes Gehalt hat. Ja. Eine hohe Ingenieure oder ein Arzt, ja, manchmal die haben so fast 15.000 Dollar. Und in einem Monat, schönes Haus, inklusiv und auch manchmal so mit Kindern, die Schule auch. Warum nicht? Ja, also wir haben immer so, also das ist die schönste Zeit, ja, von der Saison. Wir haben fast im Juli ist es fast 50 Grad, sehr, sehr warm. Wenn man so auch ein Spiegelei auf die Straße macht, dann macht man das. So ist das. So, ja, das ist die schönste Zeit. Und Saison. Man sieht da links, das ist der Jamaica Beach Park. Wenn man hier sieht, wird man kann nicht mehr tellen. Aber bis um 20:20 sollte die Nummer doppelt gehen. Ja. So, da rechts ist auch eine sehr, sehr schöne Teil von der Mobile. Oh mein Gott, da ist es los. Das ist ja Fußball. So eine Insel bauen auf Wasser. Und weiter geht es zur Palmeninsel Jumeirah mit seinem einzigartigen Hotel Atlantis. Ja, also wir haben, das ist natürlich diese Stelle, wo Boris Becker und David Beckham, Victoria Beckham, die haben so ihre eigenes Häuser. Ja, sehen Sie da rechts und links sind 10 Gebäude, die Palmen von den Blättern. Ganz ruhig gerade hinsetzen. Ja, ich weiß ja nicht, wie hoch die Arme dann halten. So, die schöne ganze Insel ist auf Wasser gebaut, fast 5,5 Kilometer lang. Ja, das ist so eine riesige Baustelle für das Filmall, Einkaufszentrum. Ja, wenn man so große Sachen braucht, dann brauchen wir immer noch in die Stadt zu fahren, bei der Palme. Wenn nachher und das fertig ist, dann nicht mehr. So, liebe Gäste, die schöne Atlantis Hotel. Ja, dann landet sich die Achtung. Und ein Blick von oben auf das Hotel Atlantis, auf die Palmeninsel Jumeirah. Wie ein majestätisches Tor erhebt sich die Hotelanlage Atlantis auf die Palmeninsel Jumeirah. Der Persische Golf, wo die Palmeninsel errichtet wurde. Das ist ziemlich wichtig. Das eine Teil von meiner Geld, ich muss das auf die Seite legen lassen. Ja? Sonst, wenn ich alt bin, ich habe das überhaupt nichts. Und weil wir in einem reichen Land sind, jeder einheimische Mann, er kriegt ein kostenloses Haus. Ja, das ist, wenn er heiratet. Wenn er 21 Jahre alt ist, wenn er heiratet. Wohnung. Ja, und mittlerweile, weil die Bevölkerung ist ganz, ganz wenig auch. Ja, und deswegen ist diese Regel entwickelt, diese viermal heiraten. Ja, also da muss man immer die Genehmigung von der ersten Frau genommen sein. So, sehen Sie da links, das ist die schöne Zukunft der Einkaufszentrum. Und weil wir eine Muster sind, ne, wir müssen
können Sie, ja, das werde ich Ihnen gleich erklären über die, über das Radar. Ah, hat das Zoom eingeschaltet, das ist. So, da kann man ein schönes Boot buchen und auch, wie gesagt, die ganz rund um die Dubai, die Burj Al Arab Atlantis schauen. Und es gibt so viele 5-Sterne-Hotels, ja, also wenn man ja, so ein schönes Hotel mit einem Strand bauen will, ja, die muss dann buchen man in Dubai. Jetzt kommen wir zu Dubai Marina, etwa 25 Kilometer südwestlich des Stadtzentrums. Alleine hier stehen 4 Wolkenkratzer, die höher sind als das frühere World Trade Center in New York, das 417 Meter hoch war. Ich kann eine Firma aufmachen in Jebel Ali und ich kriege automatisch Visum. Jetzt. Das ist in Jebel Ali. Hier sehen Sie, wir würden jetzt neben der Dubai Marina sein, das ist da rechts. Jetzt haben Sie einen besseren Blick. Wir haben einer von den höchsten Gebäuden hier in der Welt, Wohngebäude, Princess Tower nennt sich das. Ein Gebäude mit einem Kuppel oben, sehen Sie, jetzt gleich da rechts. Und wenn wir ein bisschen neben hier kommen, ja, es gibt auch einen getrösteten Turm. Ja, am Anfang sollte jeder Etage bewegen, aber das ist doch die Halt. So, hier wohnen hier fast 20.000 Leute in Dubai Marina. Also mit Palmen und auch Dubai Marina, das ist auch eine von den Stellen, wo kann man hier investieren. Ja, also das heißt, Ausländer dürfen hier 99 Jahre Freehold, das Häuser hier kaufen. So, am Anfang konnte man ein Visum bekommen, das ist aber auf die Halt. Ja, also ich bin mal befragt, ob diese Regel noch endet, aber das ist von der Regierung. So, mittlerweile außer, also außer, wenn ich natürlich mit einem einheimischen Mann heirate, dann bekomme ich die Reisepass an die Bürgerschaft, aber nicht sofort. Ja, auch wenn die Ausländerkinder hier geboren sind, die bekommen keine Bürgerschaft. Ja, außer zum Beispiel die Eltern. Einer von dem muss einen einheimischen Reisepass haben, aber auch nicht sofort. Ja. Jedes Jahr am 2. Dezember, ja, weil 2. Dezember ist die Unabhängigkeitstag. Einzigartig auch der Cayenne Tower. Seine Gestalt zeichnet sich durch eine 90-Grad-Drehung nach oben aus. Und Hochhäuser, so weit wie das Auge reicht. Etliche erreichen eine Höhe zwischen 300 und 500 Meter, was höher ist als das Empire State Building in New York. Sag mal, soll die Felix anständig fahren? Man hat schon das, ist auf die das ist so ein künstliches Meer gehabt, Meer gebaut. Und diese Wasser verbindet sich mit dem Arabischen Meer. Da kann man so dieses schöne Boot nehmen, von hier. Da kann man dieses schöne Boot machen, Boot buchen und dann rundum auf die Burj Al Arab und weiterfahren. Hier die Emirates Golf Club Anlagen in Dubai Marina. Weil unser Vereinte Nation, die Sheikh Zayed und auch die Sheikh Rashid, die Bauer von den Vereinigten Arabischen Emiraten, die wollen immer einen grünen Emirat haben. So, sehen Sie da rechts, wir haben ein bisschen mehr Spiele da. Oder die Shoshabu. So,
Uhr, da spielst du von. Gleichzeitig Fotos machen, aber wenn Sie ein bisschen schneller laufen, dann haben Sie ein bisschen mehr also Einkaufszeit. 50. Halbe Stunde ist knapp, ich weiß, aber das so ist geschrieben, auch in den Plan. Jetzt erreichen wir das höchste Gebäude der Welt, das Burj Khalifa, wo sich auch das größte Einkaufszentrum der Welt befindet, der Dubai Mall. Leider sind die Fontäne hier vorne tagsüber nicht in Betrieb, aber allabendlich werden die, wie Sie jetzt sehen können, eingeschaltet. Hier das in 2010 fertiggestellte Burj Khalifa, das mit einer Höhe von 825 Meter und 163 Stockwerken das momentan höchste Gebäude der Welt ist. Das Innere des Burj Khalifa. Von hier aus kann man zur 124. Stock hochfahren, wo sich eine Aussichtsplattform befindet. Man muss sich allerdings rechtzeitig Karten besorgen, da sie meistens ausverkauft sind. Und jetzt ab ins Einkaufscenter, der Dubai Mall, das größte Einkaufscenter der Welt.
Eine weitere Attraktion der Dubaier Mall ist das sich über 3 Stockwerke erstreckende Aquarium. Es ist über 32 Meter breit und 8,3 Meter hoch. Und das Becken beinhaltet 10.000 Kubikmeter Meereswasser. Es befinden sich, sagen und schreiben, 33.000 Meerestiere und Fische in diesem Aquarium. Von Haie über Roggen bis zu Robben und Pinguine. Und nicht zu vergessen, die große Kunsteislaufbahn hier in diesem Mall. Hier einige viele Ein- bzw. Ausgänge zu der Dubaier Mall. Sicht in die Abend. Und wir sind eben gelaufen von Besuch al-Bahr. Und da haben Sie diese Stelle gesehen. Das ist natürlich, wo die Springbrunnen ist. Und zurück geht es zum Schiff, wo wir unsere letzte Nacht verbringen. Morgen fahren wir wieder, bzw. fliegen wir wieder zurück nach Düsseldorf. Es ist jetzt Freitagabend, der 16.01. um 20 Uhr. Heute geht's mal früh ins Bett, denn wir müssen nämlich heute Nacht um 3 Uhr aufstehen, weil der Flieger schon um 9 Uhr nach Düsseldorf zurückfliegt. Es ist jetzt Sonnabend, der 17.01. morgens und wir sind hier auf dem Flughafen in Dubai. Es ist jetzt 17.01. morgens um 9 Uhr und wir fliegen jetzt zurück von Dubai nach Düsseldorf. Die Verpflegung hier an Bord bei der Emirates ist hervorragend. Erst haben wir ausgiebig gefrühstückt und später gibt es noch eine schöne warme Mahlzeit. So, das war's denn mit unserer Hochseekreuzfahrt von der 9.01. bis 17.01.2015 mit Dubai, Abu Dhabi, Khor Fakkan, Muscat, Kasab und nochmals Dubai.